fehlt nichts, meine Freunde. Kein Knallsound oder Alex? Wie gestern. Gestern ist meine Bude hochgegangen, komischerweise. Das ist ein bisschen heikel. Gestern ist meine Bude ein bisschen hochgegangen. Aber komischerweise. Wo ist das Modul? Das da. Sieht man's? Okay, werde ich mal da ein bisschen herumdoktern. Spiel mal den Doktor. Und mal Testlauf. Hoffentlich hat sich das Ding beruhigt. Dieses Ding da hinten, dieses Netzteil. Und mein fetter Widerstand. Und sieht man die Tür? Jetzt werde ich mal noch anschließen und ihr werdet sehen, wie ihr wollt, daraus kommt. Es sieht man's, oder? Oder Alex? Das werde ich zusammen so anschließen. Das ist über so Kabel. Kann nichts passieren, meine Freunde. Da sind Zicker. Das ist mal die Ampere. Und Alex, schalte bitte den Stromdings ein. Dort hinten, wo das Kabel ist. Ja. Es ist mal an. Okay, 19 Grad, 0 Ampere. Hat jemand nicht gekriegt? Vielleicht machen wir uns das. Du musst aufschrauben und schau mal, ob es da eine Sicherung durchgehört hat. Dann können wir es theoretisch auch ersetzen. Dann muss man nur die Sicherung austauschen. So, meine Freunde, das Video wird wahrscheinlich weitergemacht. Erstmal bei meinem PC nicht die Sicherung austauschen. Das macht alles unten zusammen, oder? Sag mal, wo die Sicherungen sind, die Dinger. Hier. Hallo, das ist das Testzeug. Okay, das Zeug. Sicherheit 1, 1, Stecker ziehen. 2,
Fred enterben. Du musst mal reinschauen, oder? Und du musst dann das Geld erden, oder Alex? Und du musst öffnen. Wie kann man das am besten öffnen? Das Ding. Ich muss das ein bisschen aufmachen. Sind da so Schrauben hier? Mach mal den Kreuz. Haben Kreuz schon. Der ist hier so dick. Ich kann benutzen. Na gar nichts. Was tun wir da rein? Wenn wir es offen haben, tun wir jetzt mal schauen, wo die Sicherung ist. Und dann schauen wir, wo die Zange ist. Oh, bitte lieben mit Zange. Ja, die Elkos, oder? Dann gefiel ich den Knaller. Wahrscheinlich macht einen fetten Funken, denn das Ding ist geerdet. Ausschalten und einfach nicht passieren. Sicherheit, nicht auf die Kontakte greifen. Und vielleicht muss mal die Sicherung gewechselt werden. Also die Sicherung, die man sicherlich einbaut. Nachher, wenn ich offen habe, schaue ich, wo die Sicherung hin ist, dann muss ich sie tauschen. 10 Ampere Sicherung, Alex, oder? Jetzt kann man ohne Probleme öffnen. Was soll denn da, oder? Kann man damit wen verarschen? Die Teilnehmer von der WG, oder? Dabei alles abbauen, sieht halber. Wollen wir da herstellen? Läuft immer noch okay. 10 Minuten sind wir schon. Ist diese Sicherung?
Die Schaube hat nur den Kurzschluss ausgelöst, deswegen. Denk, jetzt wird wieder funktioniert, die Spannung. Jetzt funktioniert alles wieder miteinander. Okay, jetzt ist es wieder. Da war eine Schraube, denn deswegen hat es einen Kurzschluss gegeben im Gerät, okay? Ist wahrscheinlich eine Schraube reinkommen, Alex. Jetzt würde es wieder. Jetzt gleich beginnt der Hochspannungstest. Ob dieses. Eine Schraube ausgeholt. Sobald wir zugedreht haben, tun wir es wieder dorthin und tun wir es wieder ans Netz. Ist doch egal, wie wir den Sinn schrauben. An der Bild, was der dran ist, das ist wurscht oder alles. Sag mal so, wie es ist. Okay, deswegen waren keine Strom drinnen. Im Gerät war ein kurzer irgendwie. Geht wie langsam. Und jetzt tun wir es wieder anschließen. Danke noch. Jetzt wird es wieder funktionieren. Jetzt wird laut wieder gehen auf On und das dann mal hier auf On lassen. Das Kabel. Das hier mal anschließen. Prüfen, ob das Gerät eine Spannung ausspuckt. Zeigt 0,0 Volt an. Irgendwas kaputt gegangen, Teil. Man das so ausgeben,
Und das hier. Das müssen wir zusammenlüften. Und Alex, tun wir mal das abbauen und tun wir das Teil hier abschrauben. Ich habe ein Ersatznetzteil. Ersatznetzteil habe ich. Irgendwo das Ersatzliste, dieses komische. Brauchen dafür das andere Habel. Das da. Kurz warten, meine Kollegen und meine Zuseher. Nächstes Mal gibt's. Das gibt's da über. Das muss man da reinschauen. Das Netzteil meine ich. Das Powernetzteil. Das Ding meine ich. Danke. Bitte benutze dieses Netzteil nicht dazu, um so einen Widerstand aufzuheizen. 4 Ampere. Das würde auch mal reichen. Oder Alex? 4 Ampere. Beizen Volt kommt da raus. Da tun wir nur einfach dieses. War wie diese? Hier? Nein. Darunter? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Vielleicht? Ja. Dreierklemme. Dreierklemme. Sieht man's? Das da. Wo schau ich? Muss ein bisschen kürzen, das Kabel. Und dann tun wir den Temperaturmesssensor da, oder? Tun wir mal die Temperatur messen, wie viel Grad bei 4 Ampere und 13 Volt erreicht wird. Maximal Temperatur 30 vielleicht Grad. Heizt sich ziemlich schnell auf, oder Alex? Das ist hier die Messleitung. Messstöpfen. Das dann.
Wird dir schon was schön heiß. Der heizt schon schön gut auf. Und jetzt schnallen wir tun mit alles. So schon heiß. Lassen wir den mal abkühlen und dann können wir schauen, wie Rasen, der sich aufheizt. Wie viel Grad wird da eingegangen sein? Grad. Es geht auf 60, 70, 80, 90 Grad, 100 Celsius, der ist ca. 100 Grad heiß. Gehen wir mal ab an und der wird immer heiß. Morgen am Mittwoch hast du einkaufen, gell? Ja, der heizt immer weiter auf 110, wenn ich nicht darf. Tschüss. Tschüss. 119 Grad, 100 Celsius. Tu mal das in Wasser, holst so eine Schüssel. Und tu mal den in Wasser reinhängen. Dann machen wir einen Test. Ich hab eh ein Ei, Alex. Tu mal das in, machen wir einen Test, ob das Ding was zum Kochen bringt. Das ist ein starker Heizwiderstand. Ja. Mit 31 oder 30 Grad. So können wir den schnell Gutes wird heiß. Der wird schon heiß. Der wird sau heiß. 11, 12 Grad. Von über 100 Grad auf den. Pudel wird heiß. Können wir mal schauen, wie viel 24. Der heizt es schon auf. Das mal so hinhalten. So hinhalten. Das ist das. Das hier. Der 20. Das ist immer noch. Und wenn wir nur von hier sehen, oder? Seht ihr das nur von hier, das Dingens? 34 Grad. Das bleibt bei 23 Grad, Alex. Bleibt nur bei 23 Grad. Wird nicht heißer. Brauchen wir wohl einen größeren. Okay. Da. 23 Grad.
Ohne heizt das Ding über 100 Grad auf. Greift ja nicht da verbrennt die Frau, oder Alex? Stimmt's? Schau mal, wie viel Grad? 23. Du musst abdrehen. Lassen wir den auskühlen. Und nimm einen längeren Widerstand. Oder benutzen wir so einen komischen Draht. Der ist auch hochohmig. Da können wir uns rennen. Da sieht jemand alles. Okay, dann schauen wir mal. Strom. 20 Grad. Zuvor war über 120 Grad. Das Messen. Dann hängt hier am das hier, dann wird das Ding heiß, Alex. Wettmas? Benutzen wir den mal als Heizwiderstand, oder? Das Ding. Zwei Kilo Ohm. Wird nicht so warm. Das ist immer nett. Der wird man nicht so heiß. Und das schon. Wie heißt so ein Kupferdraht will, oder Alex? Wenn wir mal ausschalten. Wie der Siedlich heißt Alex.
Das schauen wir mal auf an. Das klappt man nicht. Oder? Nur den 53. Machen wir das Video 40 Minuten. Schau mal, der was gehört. Hallo? Noch, doch, die geht, willst du noch duschen gehen und noch eintrocknen, gell? Ja. Aber kannst du in Ruhe, gell? Ein bisschen Zeit, 10 Minuten noch. Okay. Diesmal schließe ich den Hobelaschwester wieder an. Und. Danger, Verbeidung die Frau da. Der heizt schon auf. Das kannst du wieder ausleeren. Und auf ist da. Okay. Hitzen wollt. Wie schon lauwarm, das Ding heizt schon. 22, immer noch 22. Hier sieht ihr. Hier sieht ihr. Das Ding wird immer so ein Jahr haben. Wir haben 21 Grad. Seht ihr das? 16 Grad.
Hier wird heiß. Der ist urheiß. 100 Grad. Leg mal das da. Da hinten helfer. Heute ist mal Ende, muss duschen. Nachher wieder ein bisschen weiterbauen. Nachher kommt vielleicht eine Schaltung. Sag mal, morgen vielleicht oder Donnerstag oder Wochenende, weiß noch nicht, kommt. So viele Sachen. Der ist mal hinnig, das geht noch, das geht. Das da runter ist kaputt. Der klappt nicht, wie nicht startet. Mein neuer Messgerät, das sind meine neuen Messgeräte. Neues Update für meine Kollegen im neuen Bastelstudio in meiner WG. Und ich zeige euch meine Pumpe. Okay, muss man da rausgehen. Muss mich bei den Dingen anwerfen. Ja, dass ihr seht. Das ist die Bewässerungsanlage von mir, dass ich mir selber gebaut habe. Ich kann es wieder ausschalten. Hast du mal meine Bewässerungsanlage gesehen? Die Bewässerungsanlage habe ich auch gezeigt. Für die anderen, die es interessiert. Für den Johann. Dabei meine Messwerte. Da war meine Messgeräte, das sind meine neuen Messgeräte. Wo die können Temperatur und Voltzahl Ampere. Tschüss Alex. Kommst du morgen wieder? Was? Ja, sollte wohl nicht sein. Oder bis Bin ich morgen fertig bin. Urlaub? Morgen Urlaub, oder? Nein, ich habe morgen Termin. Ich bin jetzt. Ich glaube, um 4 bin ich jetzt. Oder machen wir das zweite Ding mit Sachen? Ja, okay. Der Firma. Warte. Das ist meine Power-Stromversorgung. Neue Stromversorgung für meine Kollegen. Mein Bastellabor ist das. Wird bald es. Das da. Die Lampe, das da. Das mal runter und meine Netzmessgeräte. Wenn man sie nicht braucht, lege ich sie darauf. Ein Temperaturmessgerät und ein anderes Messgerät. Wenn ich sie dabei nicht brauche, tue ich sie darauf. Das da. Meine Solarzellen, das ist mein Ding, so mein Werkzeug ist. Soll ab in Zukunft im Hintergrund, sieht man das so, das da ist dieser Ding, so wo meine Bauteile sind. Das mal ist der Ding. Ende.